Ho, ho, ho! Du klingst wie ein Hund, nicht wie der Weihnachtsmann. Und wie kann es anders sein? Es muss einfach sein. Ihr wisst, ich liebe Musik und das muss jetzt einfach sein. Rocking around Christmas tree, have a happy holiday. Du, 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 du. Ein Ho, Ho, Ho und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und für euch, ja, was wird das? Bitte ein fünfjähriges Kind. Ausschauen tust du wie eine zweieinhalbjährige. Ein Ho, Ho, Ho an euch alle und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und für alle, die neu mit dabei sind, ein wundervolles Ho, Ho, Ho Willkommen in meiner Gaga-Gang, in meinem Gaga, meiner Gaga-World. Jetzt glaube ich, stimmt's. Und ja. Hier läuft alles etwas turbulent, hier läuft alles etwas. Ja, aber in anderen Videos erkläre ich es. Das hier ist mein Safe Space, den liebe ich, da will ich Spaß haben und nur Positivität erleben. Weiter geht's. Das ist übrigens mein Anzug, den habe ich gehabt. Das ist ein ganzer Jumpsuit. Ich meine, ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Der hat sogar so Bommeln dran. Den hier hat, die auf Instagram, den wir folgen, wissen das, den hat Philou zerstört. Ah, Philou wird zur Adoption freigegeben. So. Keinen interessiert, was Philou für dich alles kaputt gemacht hat. Boah, der ist heiß, der ist so heiß. Ah. 17 Mal durchgeschwitzt, bevor du überhaupt angefangen hast zum Schminken, Frau. Oh, und dein Auge schaut so schön aus. So. Euer Geschenksbett. Das ist Schlaufe, ich liebe sie, aber irgendwie sitzt sie so weit unten oder gehört das weiter nach hinten, ich habe keine Ahnung. Aber ich mag es, wenn der Haarreifen so weit hinten ist. Vielleicht sitzt sie besser, wenn ich sie umdrehe. Die silberne Schnalle gefällt mir eh nicht. Aber mit Schnalle hat es besser ausgesehen. Du hast Probleme. Du wirst nie fertig mit dem Video, aber egal. Ich bleibe natürlich nicht in diesem Jumpy. Das wird dann am Schluss umgezogen. Ich gehe mit dem Make-up, was ich jetzt mache, auch tatsächlich zu einem Auftritt meines Mannes. Und ja, wie auch immer, euer Geschenksbäckchen wird heute einen Festtags-Weihnachts-Look machen und ja, wie ich ihn halt tragen würde. Und zuerst wollte ich was total Deftiges und so weiter, aber mir dachte, nee, das hebe ich mir vielleicht für Silvester auf. Und ja. Another one. Another one. Oh. Es reicht nicht, dass dieses Auge schon komplett zerfleddert und kaputt ist und trocken. Ich will dieses auch noch zerstören. Aber du hast es dir in dieses gehaut. Ja, es reicht nicht, dass es so ausschaut, es soll noch schlimmer ausschauen. So, wir müssen anfangen, Pippels. Sie können nichts dafür. Sie wären bereit, dass du anfängst. Oh, ist es ja auch so heiß. Ich stopfe mir das Taschentuch zwischen die Busen und dann bleibt es dort wenigstens trocken. Da ich aufgrund meines Auges, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es ist sehr trocken, da fängt es an zu reißen. Soll ich näher kommen, wenn man das überhaupt näher sieht? Sieht man das so? Ich habe keine Ahnung in dem Licht. Dass das sehr trocken ist, dass das gleich bald reißt und so weiter. Ja. Da das Auge ausschaut, wie es eben ausschaut, ja, wird es kein Glitzer-Make-up werden. Eigentlich hatte ich eben was ganz anderes von, da wäre dann Glitter dabei gewesen, aber das ging nicht. Und das Auge sieht übrigens, by the way, aus, als ich das letzte Make-up abgeschminkt habe. Und es war schnell das letzte Make-up. Genau, die Rivaldelupe, diese Foundation, diese 17 in 1, da habe ich ja dieses Glitter von Rival oben gehabt und als ich das abgeschminkt habe, dürfte da irgendwo ein Glitter drinnen gelegen haben. Ich habe mich ja abgeschminkt und ja, hallo, schönes Auge. Herrlich, oder was will man mehr wie so aussehen, wenn man Make-up macht? Meine Haut ist heute vorbereitet. Ich würde als nächstes meine Augen machen. Ja, ich mache schnell meine Augenbrauen, prime meine Augen, bin gleich wieder da. Oh, Mama! Das hätte es gleich machen können, bevor überhaupt die Begrüßung und alles ist. Ah, du Idiotenkopf. Genau, das wollte ich sagen. Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle, damit du meinen Kanal abonnierst, bevor das Blei dich durchlöchert.
Na, aus welchem Weihnachtsfilm ist es? Machen wir weiter. Ich habe mir hergerichtet, ich habe jetzt nicht geschaut, ob High-End, Low-End, Low-End, High-End, Drogerie oder so. Die Luna Beauty Nude Prism Color Palette, die hier. Die hier, super machst du das. Das sind die Farben. Mit der sollte ganz gut gelingen, was ich vorhabe. Und zwar, anfangen möchte ich mit der Farbe Classic. Das ist die hier. Mit so einem dünnen, abgeschrägten Pinsel. Die, die mir länger folgen, wissen wahrscheinlich, was folgt. Ich schaue geradeaus wieder und setze mir leicht über meiner Lidfalte, damit man eben diesen Strich auch sieht, wenn ich die Augen, öffne. Und sorge für irgendwelche Hintergrundgeräusche. Bei uns geht es heute ein bisschen turbulent zu. Also falls ihr Philo hört, meinen Sohn hört. Der ist aber sehr dick geworden, oder? Egal, das lässt sich alles ausbessern nachher. Gehe jetzt in so einen ganz kleinen Detail Shader Brush. Und mit dem verblende ich das. Ich zupfe es mir mehr oder weniger so hoch, damit es nach oben hin ausgeblendet wird und auf keinen Fall nach unten. So zupfende Bewegungen, nicht zupfen, so tuck, tuck. Können wir mal drüber reden, wie professionell ich euch das alles erkläre? Aber ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ich weiß, dass man es auf Fernseher groß sieht. Ich bin jedes Mal geschockt, wenn ich meine eigene Fresse im Fernsehen sehe, so riesig. So. Nimm so einen kleinen. Er ist fester, aber dennoch fluff irgendwo. Ja, eigentlich ist er fester. Eigentlich ist er perfekt für da drunter, aber ich nehme ihn jetzt für das. Gehe in die Farbe. Welche Farbe nimmst du? Da ist kein so helles Braun drin. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich erst recht eine andere Palette suchen, oder wie? Jetzt habe ich mir rausgezupfelt die Kat Von D Palette und gehe in dieses helle Braun hier. Tupse den Pinsel nur ganz leicht rein und blende mir da drüber, damit das Ganze ausgeblendeter wirkt, nicht so scharfkantig nach oben hin, nach oben hin. Nach unten hin soll es ja scharfkantig werden. So, jetzt, damit es so eine richtig scharfe Kante bekommt, gehe ich in diesen, das ist wie ein abgestuftes, ineinander verblendetes Half-Cut-Crease ist das, mehr oder weniger. Und den setze ich mir. Hoppala. Drunter. Gehe wieder mit dem Pinsel ohne Produkt aufzunehmen. Ich glaube, es ist dieser Scheißspiegel, der den Fokus immer. Einen Moment, ich muss irgendwas Mattes nehmen. Und blende mir den jetzt auch nach außen hin, damit das eben nicht so scharfkantig ist. Ja. So. Ich nehme so. Was ist mit dem Fokus los? Es tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Das geht mir jetzt echt am Arsch. Hast du das jetzt echt gesagt? Ja, hast du, egal. Jetzt gehe ich in die Farbe, das ist von diesen Give Me Glow Cosmetics in der Farbe Cream Lace. Das ist so ein Schimmer. Das hat keine groben Glitterpartikel drinnen und ist eben nur ein Schimmer. Und ich gehe in diesen eigentlich Lippenpinsel. Also ihr könnt dafür jedes Drugstore-Make-up, High-End-Make-up, Farben nehmen, die ihr wollt. Das lasst sich in verschiedenen Farben machen, dieser Look. In dieses Ding. Und den setze ich mir unter einfach nur, dass ein Schimmer am Auge ist, setze ich mir den aufs komplette Lid. So, was ich jetzt mache, das kann man auch mit Kajalstiften machen. Ich mache es, weil, ich mache es jetzt einfach mit Lidschatten. Are you okay? Nimm diesen Moody und
setze ihn mir als Eyeliner an. Übrigens ist das auch eine gute Möglichkeit, um Schlupflider, einem, also das, was ich jetzt mache, um Schlupflidern einen Eyeliner zu schenken, geben, optisch einen Eyeliner. Dass es optisch wie ein Eyeliner ausschaut. Jetzt hast du es, glaube ich. Und dass das da verschmiert ist, das macht nichts. Mit dem Pinsel hier, das ist so ein kleiner von Real Techniques. Übrigens auch toll für drunter. Mit dem blende ich mir den jetzt so, auch so zupfartig, vorsichtig so aus. Gehe mit dem Pinsel, putze ihn ein wenig ab, gehe in diese Farbe, in Classic. Setze den auch noch drüber, damit es schon richtig rauchig ausschaut und zupfe mir das so nach oben hin. Ich kann es nicht anders erklären. Um so einen Eyeliner-Effekt zu erzeugen, aber der rauchig ist. Mit dem Pinsel gehe ich, also mit dem hier, zeigen sollte ich es auch, gehe jetzt nur über die Kanten von dem, den ich mir drauf gesetzt habe, um das ein bisschen mehr miteinander zu verbinden. Farblich, dass das ineinander fließt, schöner. So. Gehe wieder in den Pinsel. Mit Kajal würde es eigentlich fast schneller gehen, aber ich habe mich jetzt entschieden, weil sich das einfach ineinander viel schöner ausblenden lässt mit Lidschatten. Ja, setze mir wieder diesen dunklen an. Intensiviere ihn wieder ein wenig. Wenn man nicht redet und sich nicht konzentriert, dann geht das Ganze viel schneller. Nimm wieder den Pinsel und zupfe mir wieder. Zupfe. Blende es so nach, man kann es fast in so einer Schiebetechnik nennen. So nach oben, damit es sich besser verbindet und schöner verbindet. Ihr könnt auch jetzt, sagen wir mal, ganz leicht in dieses Moody gehen, ordentlich abklopfen und ihr könnt auch mit denen da drüber gehen und es ineinander verblenden. Und ich glaube, ihr erkennt auch diesen Eyeliner-Effekt, ohne einen Eyeliner zu haben. So. Nehme aber wieder Moody, den hier, diesen dunklen Braunton, den hier, und ziehe es mir ein bisschen, diesen Moody, in den Wimpernkranz hinein, damit der verdichtet ist und auch den Anschein hat, als hätte ich einen Eyeliner gezogen. Ach, ich lasse es jetzt so. Kennt ihr das, wenn ihr euch fertig macht, zeitlich im Stress seid und das Ganze ja dann nicht so funktioniert, wie man es will? Soweit, so gut. Das war mal dieses Auge. Ich mache jetzt das andere Auge und melde mich gleich zurück für The Face. Oh Mama. So, woran kennt man das, wenn man im Stress ist und dass das nicht gleich wird. Aber egal, wer wird schon so genau schauen? So, wir machen weiter mit dem Gesicht. So, oh Mama. Primer habe ich schon oben und zwar den von, ich zeige ihn euch, machen wir einen auf professionell. Ich schaue auch sehr professionell aus, ich weiß. Den NYX Plump Right Back Primer. So, ich habe mir gerade überlegt, damit das Ganze schneller abläuft und ja, ich. Na? Mich nicht so stressen, weil ich reden muss und so weiter, lasse ich euch das im Schnelldurchlauf. Ach, überall hin. Weihnachtslook. Wird glänzen wie ein Dings.
setz dich ganz weit weg vom Publikum. Das wird heute schlimm ausschauen. Einen schnellen Apfelring. Nur ganz leicht. Ich kann heute nur ganz leicht abwundern. Eklar. Einen Spiegel hast du auch keinen. 17 Spiegeln hast du, aber egal. Oh, das wird heute so schlimm aussehen. Blush, du hast Blush vergessen. Ey, du musst deine Augenbrauen noch fixieren. Ja, die gesamt 12 Haare wollen fixiert werden, Madame. Falls ich immer wieder unten verschwinde, tut es mir so leid. Wegen meinem Rücken vergesse ich ständig daran zu denken, gerade zu sitzen, und irgendwann sackt man halt ein und ja, ihr versteht es sicher. Und jetzt nehme ich einen Kajal. Den setze ich mir auf die... Ich habe Angst, dass das der Grund ist, dass das immer den Fokus verliert. Den setze ich mir auf die untere Wasserlinie. Das ist irgendein brauner Kajal. Nehme diesen kleinen Detail Shader Brush von vorher, habe ihn abgeputzt, gehe in diese Farbe Moody nochmal, das dunklere Braun. Und mit dem smoke mir diesen Eyeliner aus mit dem. Nur ganz dünn, weil ja, ihr seht ja, wie mein Auge ist, oder? Tief, also nicht so tief runter, ja. Dann gehe ich wieder in diesen Pinsel da, gehe in die Farbe Klassik nochmal und blende mir das jetzt ganz vorsichtig, an dem Auge halt vorsichtig, noch ein Stückchen miteinander aus. So, ich putze mir diesen Pinsel ordentlich in einem Taschentuch ab. Ich will jetzt keinen anderen Pinsel rauskramen und suchen. Und ja, schön, kratz dich ruhig. Und nehme. Ja. Den Amresi Highlighter. Den gibt es nicht mehr, den leider. So sieht der aus. Und den setze ich mir, weil er farblich gut passt zu diesem Schimmerton am Auge. An den Inner Eye Corner. Ich dusche mir schnell die Wimpern. Ja.
Sorry für dieses hektische Video heute, aber ich bin total im Zeitstress, weil gegessen hat sie Madame ja auch noch nichts. Ich weiß, man glaubt das kaum, aber ich mache leider den groben Fehler, dass ich meistens den ganzen Tag nichts esse und dann am anderen habe. Das wiederum sieht man mir an. Jetzt jemand, der keine False Lashes tragen will, nicht möchte, kann es auch so lassen. Ich aber wenigstens so halbe False Lashes. Da sind jetzt jeweils zwei Paar drinnen. Also da sind zwei Paar drinnen. Die sind von Grimas. Die Zeit läuft und läuft und ja, und ich bin nicht. Während das trocknet. Habt ihr Weihnachtswünsche? Wie verbringt ihr Weihnachten? Bei mir ganz klassisch. Ich bin mit Mann und Hund zu Hause. Wir feiern dieses Jahr keine Weihnachten. Unser Sohn feiert mit seiner Freundin und also die feiern das auch richtig und zelebrieren das und so weiter. Und das tun wir nicht. Das haben wir getan, wie unser Sohn noch jünger war. Wie verbringt ihr Weihnachten? Aber ich bin ja schon dankbar. Es ist ruhiger, besinnlicher. Ich habe meine Wohnung noch nicht geschmückt. Die wird aber trotzdem noch geschmückt. Ich poste euch dann auf Instagram auch Fotos und so weiter. Die wird dann trotzdem noch geschmückt. Aber ich mache das am liebsten so kurz vor Mitternacht, nein, am 22., 23. herum, weil bei mir steht das dann noch etwas länger und die Wimper hast du dir nicht gut aufgeklebt. Oh Gott. Wo ist das Scheißerchen? Die kriege ich nie wieder runter. So. Die gefallen mir nicht. Gut, dass ich sie jetzt oben habe, jetzt wo sie mir nicht gefallen. Aber egal, ich lasse es jetzt so. Egal. Was wünscht ihr euch so zu Weihnachten? Beschenkt ihr euch gegenseitig? Wir beschenken immer nur die Kinder. Und selber nicht. Und ja, also auch nicht mehr. Das war alles, wie unser Sohn jünger war und so weiter. Da haben wir das zelebriert, gefeiert, schöner und so weiter. Jetzt ist es ja, wir werden halt auch älter, wir lümmeln lieber auf der Couch. Und ja. So, ich mache jetzt ganz schön meine... Oh, jetzt zerkratzt er das ganze Make-up. Ich mache jetzt ganz schön meine Haare, ziehe mich um und bin dann zurück für die Lippen. Oh Mama! Und auf jeden Fall für die Lippen habe ich vorbereitet einen Lippenkonturenstift. Der ist von... Oh fuck. Make-up Studio. Lip Pencil, Lip Liner Pencil Nummer 1. Also ihr könnt doch nudefarbene Lippen dazu machen, was euch gefällt und so weiter. Ich persönlich, in dem Moment mag ich einfach dieses, weil es festlich ist, so eine rote Lippe, einen Champagner-Goldton auf den Augen und so weiter. Und wie gesagt, das Ganze muss nicht High-End sein. Das Ganze kann man auch mit Drogerie machen. Für mich sind halt diese High-End-Sachen größer als dein griffbereite Nähe. In Griffnähe? Nähegriff? Griffnähe? Griffbereite Nähe halt, ihr wisst, was ich meine. Will you please relax? Und jetzt nehme ich, und ihr wisst, glaube ich, die meisten kennen ihn von Maybelline Superstay Matte Ink. Heute habe ich vorgelesen, so ist es nicht. Ich kann auch lesen. Du schaust nochmal aus wie eine Hexe. Du bist eine Hexe. Auf jeden Fall den hier. Ein super schönes Rot in der Farbe 325 Shot Caller. Es gibt noch zwei, habe ich gesehen. Die brauche ich auch, glaube ich. Und ja, I mean, die mir länger folgen wissen, ich liebe rote Lippen und ich glaube, bei uns im Unterricht wurde uns das auch so erklärt, man wächst immer in dem Aberglauben auf, kleine Lippe, helle Lippen, aber helle Farben verstecken die Lippen noch mehr. Etwas kräftigere Farben, auch eine rote Lippe und so weiter, zeigen, dass man immerhin Lippen hat. Also ich werde nicht die Farbe meines Lippenstiftes danach richten, was geht für kleine, was für große und so weiter. Bei mir persönlich jetzt habe ich da komplett vermalt, Leute. Ja,
So würde ich tatsächlich, wenn man mich einladen würde zu Weihnachten oder ich zu Hause Weihnachten wirklich so richtig zelebrieren würde. Ich glaube, dieses Jahr würde ich tatsächlich so ein Make-up haben, weil ich bin zurzeit total in diesen ausgerauchten Eyeliner, dieses Half-Cut-Crease angedeutete, rote Lippen sowieso liebe ich. Und ja, ne, wir haben es vergessen, Pippers. Damit das Ganze auch schön glowt, das All-Nighter Extra Glow von Urban Decay. So, und damit das ja alles oben bleibt, nicht wegrutscht, Kröller an, Haarspray, nein, Gesichtsspray, Fixierspray. Meine Haare lasse ich so, wie sie sind. Es ist mir kackegal, wie das hinten ausschaut und so weiter. Ich hoffe, dass mich von hinten keiner sieht. Ich werde irgendwann einen Platz suchen, wo ich mit dem Rücken an die Wand sitze. Auf jeden Fall, ja, Ohrringe tue ich jetzt wechseln, aber das werden heuer meine Weihnachtsohrringe. Vielleicht tue ich doch irgendwas Nettes kochen mit meinem Mann zusammen. I don't know, vielleicht. Aber ich liebe den Look. Ich liebe sie lock, nur so besser weh. Ich hoffe, das Video ist nicht allzu lang geworden. Ja, ich hoffe, ich habe immer fertig geredet. Ich hoffe, es ist nicht ein totales Chaos hier passiert. Irgendwas wollte ich noch sagen und habe vergessen. Ich werde heute hier aber auch sehr oft unterbrochen, muss ständig weghüpfen und so weiter. Irgendwie, ständig braucht irgendwer was, ständig muss ich was machen und so weiter. Ständig ist irgendwas, es ruft wer an und so. Viel Loch spaziert ständig hier herum. Ich werde jetzt mich verabschieden und genau, ich wünsche euch, sollten wir uns nicht mehr sehen und ist das letzte Video, was ihr von mir seht vor Weihnachten. Also ich mache schon noch Videos vor Weihnachten, nächste Woche kommen Videos, vor allem auch das Verlosungsvideo kommt. Sollten wir uns aber trotzdem nicht mehr sehen, ihr bei der Verlosung nicht teilnehmt und so weiter, wünsche ich euch ein wundervolles, besinnliches, schönes Fest mit euren Liebsten, ein ruhiges. Eine ruhige, schöne, besinnliche Weihnachtszeit und ein Weihnachtsfest. Und ja, fühlt euch von mir gedrückt. Und ich schicke ganz viel Knutschisch, ganz viel Liebe, ganz viel Kraft. Ja, und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und liken. Ist natürlich alles kostenlos. Und mich treibt es voran. I mean, so Algorithmus. Algorithmus. Wenn der Algorithmus tanzen würde, ja, würde ich sofort mitmachen. Oh, du bist ja nicht. Ich wollte mich ja verabschieden. Also. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und je nachdem, wie ihr schaut. Und lasse euch ganz viel Liebe da. Und habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin weg. Tschüss. Was war das? Ich darf mich nicht die Lippen berühren. Da bin ich und damit das Video flott wird. Hört auf zu lachen. Ich versuche mein Bestes. Ich muss endlich anfangen zu schauen, dass die Videos unter 30 Minuten werden. Hört wieder auf zu lachen. Und ja, übrigens. Was? Nein, ich will nicht. Ganz alleine gehen. Nein. Was ist denn? Was? Noah, ich nehme hier auf. Was? Ich nehme auf. Das sagt Bescheid. Jetzt weißt du's. Ja, danke. Bitte. Bitte, danke, alles Gute. Ich finde das so süßig. Ich bin eine. Was ist das? Du bist gar nichts. Du bist der Vollrottel.